Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge hier von Space Engineers auf MicroHazard TV. Ich sitze hier in meiner Dragonfly und hinten auf dem Passagiersitz, oben auf dem Dach, sitzt der Heiko. Hallo, hallo. Ja, hallo erstmal. So, und wir sind am Ressourcensuchen, genau wie in der letzten Folge, und stehen hier gerade auf dem Gold- und Silbervorkommen. Beziehungsweise auf dem See, wo unten Gold und Silber drin ist. Problem ist nur, Silber mit 73 Meter ist mir zu tief für einen Handbohrer. Ich meine, ich habe es schon mal gemacht mit dem Handbuch, aber es dauert, ne? Es dauert, wieder runterzukommen. Und vor allem, du kannst ja nicht, worauf ich eingehen wollte, du kannst ja nicht einfach gerade runterbuddeln. Du musst ja wieder rauskommen. Ja, aber Jetpack. Ja, aber wir haben keine Möglichkeit, das Jetpack wieder aufzufüllen. Ja, wenn das Jetpack leer ist, Pech gehabt. Das Jetpack ist ja, genau, hängst du unten fest und kommst nicht mehr raus. Super. Also musst du ja schräg runterbuddeln. Ja, musst du schräg als Rampe runterbuddeln. Und das ist... Das dauert also länger dadurch und mit einem Schiff, wo man dann Bohrer hat, muss man das nicht, dann kannst du einfach gerade reinbuddeln, notfalls, fertig. Wir wollen aber immer noch Uran suchen. Wir suchen Uran. Also meistens treten die Ressourcen immer gebündelt auf, bis zu 3 an einer Stelle. Aber meistens immer dieselben, kombiniert. Wo Gold ist, ist zum Beispiel fast immer Silber. Eigentlich habe ich mich auch gewundert, dass hinten beim Silizium und Magnesium kein Uran war, weil oftmals ist da nämlich auch Uran. So, Nickel. Hier könnte auch Uran irgendwo sein. Magnesium, Silizium, naja, das sind schon die 3. Aber ich mache trotzdem einen Wegpunkt dafür, kann ich schaden, dann einen zweiten Wegpunkt für zu haben, weil hier haben wir gleich 3 auf einmal. So, ja, schön sachte runter. So. Wenn wir erstmal den hinteren Kufen aufsetzen, dann vorne. So. GPS. Neue Position. So, hier haben wir jetzt nämlich gleich 3. Hier haben wir Nickel, Magnesium und Silizium. So, sehr schön. So, gut. Aber hier brauchen wir noch Uran. Da haben wir noch kein Uran gefunden. Jetzt sollten wir mehr auf dem Land gucken als auf dem See. Fliegen wir mal ein Stück. Hui. Können ja der Sonne entgegenfliegen. So, 20 Minuten. Okay. Muss ein bisschen gucken, nochmal auf den Stromverbrauch her. Da unten wäre ein Ressourcenfeld. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Er bremst so langsam. Da unten ist eins. Immer auf die Höhe achten natürlich auch. Ja, dass man nicht abstürzt, dass man nicht aufschlägt. Ich würde nur ungern zurücklaufen bis zur Basis. Das sind 4,5 Kilometer bis dahin schon in der Zwischenzeit fast. Ja, ein bisschen. Aber wir können auch einfach selbst noch begehen. Ja, aber trotzdem. Dann trotzdem weg. So, was ist hier? Sag mir, was hier ist. Noch nix. Warum nicht? Silber. Aber hier ist schon mal nicht ganz so tief wie da hinten. So, da wären wir unten. So, jetzt gucken wir mal noch ein bisschen die Seiten. Manchmal muss man das Ressourcenfeld selbst noch so ein bisschen absuchen einfach. Dann guck mal, hier sind wir schon deutlich näher am Silber dran. 40 Meter. Deutlich kürzerer Weg. Ja, guck mal, rückwärts fliegen, immer schön vor nach hinten kicken. Ja, man weiß ja nie, ob man hier irgendwo gegenkracht sonst. Guck mal, wenn wir hier sogar anfangen würden, wären wir sogar mit 35 Meter nur. Ja, anscheinend ist hier nur Silber. Ich finde hier nichts anderes gerade. Ich brauche unbedingt noch mehr Seitentriebwerke, ne? Die sind zu schwach. Und beim Bremsen muss ich mir noch was einfallen lassen. Kobalt. Kobalt. Obwohl, hatten wir auch schon eine Oberfläche gefunden. Ne, das war aber nur dieser eine Felsen. Wenn der weg ist, dann der ist nicht sehr groß. Da kommt ja nicht so viel raus. Kann also nicht schaden, die Position hier nochmal zu markieren. So. Ja, das zu Ressourcen suchen, wenn man erstmal alles hat, dann ist das was anderes, dann kann man nämlich anfangen nach dem Motto. Aber jetzt ist erstmal vor allem wichtig, nämlich Kobalt und was war noch hier? Silber. Silber. AG, ne? Ja. AU ist ja Gold. Aurum. Herum der Eisen. Ja, ich schreibe auch wirklich ich schreibe auch wirklich FE hin, ne? Ich schreibe hier wirklich die chemischen Elementbezeichnungen hin, also.
Und alles schön Alles schön einheitlich einheitlich ist. ist. Damit sich jeder Damit sich jeder auskennt. auskennt. Ja, so kann es eigentlich jeder international lesen, was ich hier Ja, markiere ja. quasi. Zumal die Markierungen ja eh nur für mich sind. Du hast die ja alle noch gar nicht. Nee, nee. Ich kann sie dir aber dann alle übertragen einfach. Man muss die nur in den Chat kopieren, senden und dann kriegen alle, die im Chat sind, das automatisch in ihre GPS-Koordinaten reingesetzt. Okay, okay. Wir müssen halt auch einfach nicht zu weit wegfliegen, weil unsere Energie muss halt für den Rückflug Ja, reichen. Batterien, Ja, ne? Batterien, ne? Wie viel Strom haben wir noch? Strom. Haben wir noch? 12 Minuten. Wo finden Hier wir noch finden wir noch Uran? Uran. Ja, gut, ja. Jetzt verbrauchen wir schon 100% der Energie. Also eigentlich bräuchten wir noch mehr Batterien, die reichen schon gar nicht. Wenn wir 100% haben, dann ist eigentlich schon Limit erreicht. Hier ist nochmal ein Ressourcenfeld hier vor uns. So, erstmal abbremsen. Ich warte immer, bis ich stehe, bevor ich runtergehe in der Regel. Der ist, Der glaube ich, auch ist, glaube sinnvoll, ich, auch ne? sinnvoll, ne? Also es sei denn, ich habe das Schiff irgendwann schon besser unter Kontrolle, dass es noch besser läuft. Dann, Eisen, Eisen. ja, mal gucken, ob noch was hier ist. Kobalt, Kobalt. Ja, könnte auch Uran hier sein, aber. Oder Nickel wieder. Also. Nicht so, nicht so. Das Uran lässt auf sich warten heute. Und wenn, dann Und wäre wenn, es dann wäre es richtig tief. richtig tief. Und wenn, dann wäre es wieder sehr tief, ja. Eisen habe ich noch gar nicht markiert, aber das Eisen findet man eh öfter. Überall Eisen. Ja, das Problem ist, jetzt ist auch dunkel. Im Hellen würden wir auch besser die Ressourcenfelder entdecken. Da hinten geradezu ist noch mal eins, da hinten. Ist immer da, wo es ein bisschen dunkler ist, der Boden, ne? Okay. Wollte ich ja darauf eingehen eigentlich noch mal. Hier drüben ist auch noch was. Hier drüben ist auch noch ein Ressourcenfeld. Wir können auch bremsen, indem wir es einfach mal ein bisschen schräg stellen. Können wir die Schwerkraft nutzen. Und die unteren Triebwerke einfach, weißt du? Ja. Ja, man kann auch in der Atmosphäre viel mit der Schwerkraft machen. Was später Was nicht mehr, später wenn nicht die auf mehr, die wenn die anderen auf die Planeten anderen geht, Planeten oder? geht, oder? Anderen Planeten haben auch Schwerkraft, da. Aber nicht so Aber stark, nicht so hier, stark wie hier. oh doch. Der Mars hat eine schwächere von 0,9 und der Alien-Planet hat sogar 1,1 G. Okay, Oh. okay. Also wenn du es auf der Erde zum Beispiel gerade so schaffst, mit deinen Triebwerken zu starten, dann könntest du das Problem haben, dass du auf den Alien-Planeten nicht mehr hochkommst. Oh, das ist Oh. schlecht, das ist schlecht. Oh, hier haben wir Oh, wieder hier haben wir Gold. wieder Gold. Ja, Gold. Ich brauche kein Gold, ich brauche Uran. Nicht, nicht. I need Uran. Uranium. Please. Uranium. Dann hätten wir nämlich erstmal kein Energieproblem mehr. Ansonsten haben wir jetzt echt ein Riesenenergieproblem, weil wir jetzt über Nacht nämlich keinen Strom an der Basis haben. Nicht wirklich zum Überleben. Ja, gut. Und wir demzufolge auch nicht sterben sollten, weil wir dann, wenn wir keinen Strom haben, auch die Krankenstation nicht benutzen können. Warum ist denn hier gar nichts? Hier ist ja gar nichts. Hier sollte aber was sein. Warum ist hier nichts? Iron, okay. Steht noch die Möglichkeit, dass hier noch Uran ist, aber. Ja, ich fliege schon ein bisschen riskanter mit dem Teil langsam. Ein bisschen zumindest. Ja, man muss sich wirklich erst einfliegen mit dem Teil. Man muss mal gucken, wie fliegt das Ding. Iron. Nur Iron. Flucht. Eisen, Echt, Eisen, echt. massig, massig. Ja, Eisen gibt es an Gro. Unschlüssig. Jetzt geht die Energie bald aus. Wir können die ja ewig lange hier rumfliegen, also. Die Seitentriebwerke sind zu schwach, man merkt's. Bremsen hat er nicht so seitlich. Nutzen wir mal die restlichen Triebwerke. So. So, siehst du unsere Basis aktuell? Bitte meinst Den den Punkt Punkt davon? davon?
Ja, wir sind nicht weit weg eigentlich, ne? Und trotzdem ist sie kaum zu sehen. Das zeigt dir einmal, wie groß die Planeten eigentlich sind. Ja. Wenn das nach... Oh, Silizium. Weil Silizium ist ja auch nicht schlecht, ja, aber... Das nützt Uran, uns der Löcher. aktuell nicht viel, weil wir Silizium haben für neue... so... Uran! Uran, Uran! Endlich, Uran, alle endlich! 70 70 Meter. Meter. Das ist mir jetzt egal. Ich versuche noch näher ranzukommen erstmal. Eine nähere Position finden. Das ist hier am Hang halt, ne? Und auch, dass ich mit der Tragfläche nicht aufsetze hier, aber... Ja, Ja, 50 50 Meter. Meter. 50. Ah, da ist noch was, da ist noch was. Kommen wir näher ran. Oder? Nee, näher als 50 kommen wir nicht, wa? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, landen wir hier mal. Natürlich ein bisschen ungünstig mit landen. Hast du zufällig Startplatten dabei? Warte, warte. Gehen wir gucken, Eben. gucken. Über Inventar. Ah, müsste ich Ah, müsste ich absteigen. absteigen. Du kannst auch so ein Inventar aufmachen. Vergehen, Ne? vergehen, oder? Ja. Oder? Sehe ich auch dein Inventar? Ne. Nee, mit I machst du Inventar auf. Also, I Also war I. das. Nö. Nicht dabei, Nee. nicht dabei. Nix dabei. Schlimm. Müssen wir Jetzt, halt. jetzt. Dann müssen wir halt hier so am Hang landen. Ja, hätte Ja, hätte eventuell mit eventuell mit einpacken einpacken. sollen. So, Hauptsysteme sind deaktiviert. Die absteigen, absteigen. Allerdings würde ich gern die jetzt doch vielleicht die Antennen lieber anlassen. Da wir Warum? gerade nicht an der Basis stehen. Deswegen. Wenn sie Wenn ausschalten, wir wieder ausschalten, sind wir dann weglaufen, ne? weglaufen, ne? Deswegen, genau. Naja, stirbst du, musst doch irgendwo respawnen und dann findest du das Schiff wenigstens wieder. Hat zwar nur eine Reichweite von 5 Kilometer, aber Finden wir sollte schon, locker finden wir reichen. In schon. 5 Kilometer, guck mal, wie weit die weitesten Wegpunkte weg sind. Der weiteste ist 5,1 weg. Hinten, wo Kobalt und Silber war. Ja, ich sehe die Ja, ja nicht. ich. Ja, du siehst die nicht, aber ich sehe sie. So, dann mache ich mal in der. Tue ich das mal nochmal separat, die Antenne hier nochmal. Blöcke, Antenne nochmal hier runterschieben, nochmal einen ausschalten. So, und Uranium den hast du jetzt Uranium auch hast du jetzt auch gespeichert, oder? gespeichert. Hat, oder? Habe ich noch nicht gespeichert, nein. Neu von Position. Was war noch? Silizium war noch hier, ne? So, U und SI. So. So. Jetzt haben wir mal Kommt's die auch raus, kommt's auch raus. Handbohrer schnappen. Ja, ich bin schon da. So. So, Boah, hier zwei, sehen wir ja auch. zwei. Jetzt versuche ich erst, jetzt laufe ich erstmal nochmal rum und gucke, ob ich nochmal eine bessere Position zum Anfang finde. So, hier ist. Ah, hier ist. Wo haben wir eine gute. Ja, hier geht es noch ein bisschen runter. 36, 36, 3. Hier geht es hoch. 35 Meter, 39, 39, 4, Quatsch, 34, 7, 34, 6. Ja, hier wäre der kürzeste Weg. Wenn man gerade runterbuddeln würde. Ja. Scheinwerfer anmachen wäre vielleicht ganz hilfreich. So, denk daran, deinen Anzug auffüllen, wenn Energie alle ist, kannst du im Schiff machen, im Sitz oben, ja? Die Batterien sind aktiv, der Sitz ist auch aktiv, aber du kannst dich einfach reinsetzen und dann wird das wieder aufgefüllt. Ansonsten, jetzt würde ich vorschlagen, mit Rechtsklick zu bohren. Wenn du mit Rechtsklick bohrst, dann kannst du nämlich hier, guck, was, warte, was wegmachen, ohne dass Ja, was, ja. ohne das Material entsteht. Wenn du mit Linksklick bohrst, dann passiert das. Dann Okay, kriegst du okay. nämlich Ressourcen, die du abbauen kannst, die du einsammeln kannst. Das wäre dann Das was wäre für eine dann was für eine Ressource? Ressource? Das wäre jetzt einfach nur Stein. Brauchen Das wir die braucht wofür, man die aber wofür? auch, aber nicht Okay, jetzt. okay. Jetzt will ich Uran haben. Du läufst mir Du irgendwie ein läufst bisschen irgendwie ein vor. bisschen. Nicht so steil? Vorsicht, Vorsicht. Nicht mich töten hier. Na, du kannst nicht mit dem Ding zurückfliegen. Denk daran. Ja. Das heißt, ich müsste dann wieder hierher laufen, wenn du mich killst. Wir müssen aufpassen mit dem Winkel, dass er nicht zu steil ist. So, aber Vorsicht! Ja. Eigentlich reicht es, wenn einer bohrt. Okay, was Okay, Bolu, weil eigentlich reicht der Schacht von der Breite her, wenn einer macht. Ist mir sicherer. Du killst mich sonst noch. Ich hab bloß noch 66%. Okay. Ja, der Bohrer kann auch killen. Braucht man keine Könntest Waffe du für. wissen, blöd ist, Uran! ich hab jetzt gar kein. Yeah! Komm mal her! Da ist es! Das Schwarze hier an der Wand. Warst du ab? Warst du ab? Warte. Naja, das ist Silizium. Verdammt. Naja, gut. Silizium können wir auch hier brauchen. Sonst wollte du weiter zum Wollen wir jetzt zum Uranium, ich wollte Uranium? hier Ich wollte hier Lithium ab. Lithium ab. Ja, mach ich gleich. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende, Leute.
Sag's euch so, wie es ist. Ja, stehen heute mal Zeit drauf. Genau, so sieht's aus. Die Folge ist zu Ende und deswegen ja, werden wir jetzt hier das an der Stelle beenden für heute und würden uns freuen natürlich, wenn ihr denn morgen, ja, also ja, morgen beziehungsweise morgen ist ja denn Sonntag, Samstag, wenn ich nicht irre, also nächste Woche am Montag wieder einschaltet. Und würde mich sehr freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen und sage bis dahin ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!